So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors. Letztes Mal hat uns eine Titanenmission komplett zerstört. Nämlich die mit Mamedo. Holy moly. Das war wild. Okay, ja, und jetzt geht's einfach weiter mit weiteren Missionen. Hier haben wir zum Beispiel Jäger und Gejagte. Muss Revali und Maronus spielen. Wirklich Maronus. Okay. Okay. Ist in Ordnung, Spiel. Ist in Ordnung. Dann eben mal wieder Maronus. So, Kollege. Wo bist du? Da. Ja, hier haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Ein schöner Effekt. Haben wir irgendwo was Gutes dabei? Nein, also scheiß drauf. So. Das war das. Dann müssen wir Maronus noch leveln. Leider kriege ich halt Manöverplatz noch nicht zusammen. Na, da fehlt mir noch. Was fehlt mir da noch? Ein Schwertkäfer. Ah, leck mich doch fett. Dafür muss ich, glaube ich, einfach mal ein bisschen Gras und so kaputt machen, ne? Aber naja. Wir können es uns gerade so leisten. So. Da waren wir. Ach so, Revali noch. Geht bei dir irgendwas? Der ist jetzt Stufe 13 mit 83. Der wäre Stufe 14 mit 85. Das dürfte nicht allzu viel Unterschied machen. Wenn ich jetzt aber den kombiniere mit dem, ja, das könnte hinhauen. Oh, wir haben die Kohle nicht dafür, ne? Ja, okay. Dann halt so. Ah, schön, schön. Immer nochmal den mitgenommen. Ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, jetzt aber auf. Auf in die Schlacht. Ich versuche einfach bei Revali zu bleiben. Und nicht mit Maronus zu spielen, auch wenn ich ihn jetzt hochgelevelt habe. Aber halt für den Fall, dass ich mit ihm spielen muss. Kann ja sein, dass wir wieder getrennte Wege gehen. Ist ja alles möglich. Hier beginnen keine getrennten Wege. Besiege den Bockblind. Der Bockblind erreicht den Fluchtpunkt. Okay, ist das da? Der Bockblind? Zeigt nichts an. Und das der Fluchtpunkt? Okay.
Oder ist das der Bockblind? Da müssen wir ran und keine Ahnung. Ha. Wie auch immer. Ha! Kein Entkommen! So geht schneller. Ja, ich habe schon verstanden. Der Bocken darf nicht den Fluchtpunkt erreichen. Kriegen wir hin. Alles easy. Ach, hier ist zu. Was? Nimm das! Den muss ich besiegen, weil hier ist zu, ne? Ja, okay, alles klar. Hör doch, du Zappel! Gefällt euch das? Dann machen wir den halt fix fertig, den Kollegen hier. So. Das war's. Der Sieg geht auf Flug. Und weiter. Ah ja, ich verstehe schon, der Bocklin setzt sich in Bewegung. Mann, nee, jetzt ist hier wieder alles zu. Das ist doch kacke. So, weg mit euch. Ohne Gnade! Und jedem Dreck wird man hier aufgehalten. Der Sieg geht auf mein Konto. Bleib hoch! Kein Entkommen! Kühlt euch etwas ab! Ja, komm, kühl dich mal ab, Kollege. Nimm das! Der Sieg geht auf mein Konto! So. Du noch. Na schön. Ich bin doch dabei. Was willst du von mir? So. Der Sieg geht auf mein Konto. Jetzt muss das Tor aber offen sein. Jo, Tor ist offen. Ab dafür. Oh, der hat aber böse Vorsprung, der Kollege, ey. Oh Mann. Na, flieg halt. Sag nicht direkt. Oh nein, das Tor geht wieder zu, ne? Oh nee. Oh, das sackt doch. Und jetzt. Nein, die falsche. Ich hasse es. Der Sieg geht auf mein Konto. Let's go! Keine Kraft! Let's go! So langsam komme ich in Fahrt! Nein, da hat doch nicht mehr viel gefehlt. Okay. Aber ich heb mir jetzt mal meine A-Attacke noch auf. Die werde ich nämlich wahrscheinlich gleich brauchen. Der Sieg geht auf mein Konto.
Das war nicht so gut. Verzieh dich. Wir sind doch gleich bei ihm dran. Also das kann jetzt nicht wahr sein. Sehet und staunet. Da ist er. Ohne Gnade. Ich hab ihn nicht erwischt. Frech. So. Dachte ich erwische ihn mit der A-Attacke, aber das hat nicht hingehauen. Na gut. Eieieiei. Okay, das war mal eine interessante Mission. Jemanden am Vorankommen hindern. Ne? Das war mal neu. War mal was Neues. Gut. Gut, gut, gut. Nein, hier gab's einen Krog. Ich hasse alles. Natürlich gab es in der Mission einen Krog. Ich weiß auch schon wo. Safe Call, den ganz langen Weg nach hinten laufen. Und dort den Krog holen am Anfang. Safe Call. Oh, come on. Ja, da. Du. Da. Oh, wow. Maronus wird jetzt genutzt, um den Krog einzusammeln. Für nichts anderes ist der gut. Nehmt das! Da fällt mir ein, dass uns in der Schlussmission ja auch noch ein Krog fehlt, ne? Ah, nicht hier lang. Ah! So, weg mit euch. Was? Oh nein, wie unerwartet. Hört auf zu zappeln. Gefällt euch das? So, weg mit dir. Das war's. Der Sieg geht auf mein Konto. So, Maronus ist an seinem Bestimmungsort. Das war's. Lad noch kurz meine A-Attacke auf. Ich wechsle gleich zu Maronus. Ich mache noch ganz kurz hier den Mittelweg. So. Jetzt kommt nämlich wieder der Spaß hier. Und dann wechseln wir erstmal. Und du holst jetzt den Krog hier am Ende. Hier ist kein Krog am Ende. Irgendwo hier ist hundertprozentig der Krog.
Irgendwo hier muss ein Krog sein. Ja, sag ich ja. So, Marunus, jetzt kannst du dann auch wieder zu Revali zustoßen. Revali! In Ordnung! Mich trifft ihr nie! Von dem Eis abgelenkt war. Ach, leck mich doch am Arsch. Kühlt euch etwas ab. Moment mal! Das war's! Hier ist Schluss! Das war knapp! So langsam! So, weg mit dir! Perfekt! Kein Entkommen! Lebt hoch! Hier ist Schluss! So. Nehmt das! Wollte ich überhaupt nicht angreifen, Mann! So wollte ich das. Genau so. Der Sieg geht auf mein Konto. Hier ist Schluss. Und jetzt weg mit dir. Ohne Gnade! Nehmt das! Hat noch nicht ganz gereicht. Damit könnte man. Und tschüss. Alter, verzieh dich. Ich war wohl etwas unvorsichtig. Risky, was ich hier gerade mache, aber wir haben ihn. Es war ein bisschen risky, ich gebe es ja zu. Ich gebe es ja zu, es war ein bisschen risky. Puh. Alles nur wegen dem Krog nochmal durch. Naja, was soll's. So. Dafür gibt es nochmal einen schönen Bogen. Das ist doch eine hübsche Belohnung. Gott. Heieieieiei. So, dann haben wir den Krog hier jetzt auch gesammelt. Machen wir gleich hier weiter. Rasender Zorn mit Daruk. Und auch scheinbar nur mit Daruk. Okay. Dann gehen wir ganz kurz ins Leveln. Vielleicht geht ja irgendwas. Ja, ein bisschen was geht auf jeden Fall. Stufe 13 mit 74 Angriff. Wenn ich so rumlevel. Und wenn ich so rumlevel. Au. Oder? War es das gleiche?
Ne, 74 Angriff, das ist mehr, okay. So, ab dafür. Gut, ja, dann Daruk. Auf in den Kampf, ne? Hause weg. Hause weg. So. Vier Vorposten erobern, easy. Ich stehe da vielleicht jetzt ein bisschen ungünstig. Na, so geht's jetzt. So geht's jetzt. Ab dafür. Das hat nicht ganz gereicht. Aber jetzt. Nein, es hat immer noch nicht gereicht. Ach, leck mich doch am Fett. So. Der erste Vorposten hat gleich mal den Zornwächter. Das ist ja echt stabil. Was heißt denn Lava aktivieren? Was kann ich denn da tun? Achso, ZR. Ah ja. So, jetzt gehen wir hier erstmal wieder raus. Darum geht's. Energie ist nicht so geil. Ich warte mal kurz, ob ich irgendwo die Kiste bekomme. Könnte ja sein, dass ich irgendwo Kisten herkriege, ne? Los geht's. Dann müsste ich jetzt nicht mein Essen verschwenden. Okay. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Okay, ein neuer normaler Feuerwächter ist ja viel besser als ein Zornwächter. Und theoretisch habe ich jetzt 3 A für 3 Wächter.
sollte funktionieren. Was? Scheiße. So viel dazu. Da ist einfach noch einer. Oh je. Weg, 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 weg! Das hat nicht hingehauen. Ist wirklich bei jedem Vorposten ein Zornwächter? Das wäre nicht so geil. So, jetzt endlich. Ist der auch weg? Ja doch, wir haben schon ein Problem. Wir haben nämlich schon wieder kein A mehr und ich habe jetzt 3 A für einen Vorposten aufgebraucht. Das ist nicht ganz das, wie ich mir das vorgestellt habe. Muss hier hoch oder was? Da muss ich rein, okay. Ist aber bitte jetzt nicht nochmal ein Zornwächter dabei. Bitte nur der Feuerwächter, bitte nur der Feuerwächter, kein Zornwächter. Kein Zornwächter. Yes, den Vorposten haben wir. Sehr schön. Okay. Wenn ich Glück habe, ist der nächste Posten auch ohne Zornwächter. Der ist da unten. So viel dazu! Scheiße ist es hiermit. Dann müssen wir es halt so machen. Nice. Und weg mit dir. Aus dem Weg. Eieiei. Okay. Das war die Mission. Ach Gott, ach Gott. Aber nur 2 Missionen in dem Part geschafft, weil ich eine doppelt spielen musste, weil ich... jetzt habe ich nicht auf die Waffen geguckt. Muss ich gleich nochmal reingehen bei Daruk. Muss ich gleich nochmal reingehen. Ja, haben wir leider nur 2 Missionen geschafft, weil ich eine doppelt spielen musste, wegen dem Krog. Blöd, aber was willst du machen?
Irgendwo ist wieder ein Blutmond. Da ist eine neue Mission. Da ist mehr passiert. Okay. So. Hier wollte ich rein. Oh, können wir einfach kombinieren. Machen wir es gleich, dann sind sie weg. So. Ab dafür. Gut, haben wir bei Link eigentlich Kombinations... Oh je, alles voll. Aber bei Link, ja gut, das kostet halt schon wieder 3 Millionen in Sachen. Nee, grad nicht. Gut, ja. Okay, ganz ehrlich, die Mission machen wir ganz fix, weil die geht sehr schnell. Alter, halt die... Ich möchte für alle nur das Beste. So. Wir werden es gewiss vollbringen. Okay. Und dann will ich mal ausprobieren. Counter hat gemeint, und es ist natürlich sinnvoll, wenn man solche Dings-Missionen macht, dann ist es natürlich sinnvoll, da so eine Rubin-Geschichte mit reinzunehmen. Plus 30% Rubine. Plus 30%. Jetzt ist halt die Frage, wo sind die Zutaten wertvoller, ne? Dass man dann gucken kann, plus 20%. Gab es nicht irgendwo noch mehr Rubinenkram oder sowas? Erfahrung? Nee, Rubine waren nur das eine. Okay. Okay, ja gut, okay. Also plus 20. Plus 30. Plus 30. Wie gesagt, das Ding ist, die Frage ist halt, was sind die Zutaten? Sind die Zutaten, sind es die wert oder nicht? Ne? Das ist das Ding. Maxi-Durian, Frostmelone, Zitterfrucht und Ausdauerhonig. Sieht lecker aus. Ah, wait, kann ich jetzt? Plus 100% Rubine? Das ist deutlich günstiger. Herzen interessieren mich überhaupt nicht. Ah, hier, das sind die ganzen, okay. Aber dafür brauche ich die Monster-Essenz. Okay, 6, ja, kriege ich raus. Haben wir eigentlich alles genug? Nochmal plus 100% Rubine. Alle Wert plus 10 maximale Herzen. Geronengewürz, auch Monster-Essenz. Auch plus 100%. Da brauche ich auch die Monster-Essenz. Okay, aber das sieht am günstigsten aus, ne? Oh, hier ist überall plus 100%. Oh, da ist überall... Achso. Ey, ich bin dumm. Ich habe nicht hingeguckt. Das ist, ich muss woanders... Ich muss oben... ich muss auf die zweite gucken. Die 100% sind nur von dem hier. Ich bin doof. Alles gut, ich hab's gesehen. Bitte steinigt mich nicht. Nur das hier sind die 100% Rubine. Nur das hier. Das hier ist was anderes, okay. Okay, aber dann nehmen wir natürlich das hier. Cool. Dann könnte ich es jetzt kombinieren und noch mehr Rubine rausholen. Aber wir lassen es mal so. Es ist lecker. Wir lassen es mal so. Wir lassen es mal so. Okay. Dann zünden wir ganz schnell den Wächter weg. Das geht ja echt fix. Zelda, deren Neugier. Das geht ja echt noch fix. Das machen wir noch ganz schnell. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle. Ba-ba-da-ba-ba. Huch.
Gut, das ist jetzt ein Blutmondwächter, aber das dürfte jetzt auch nicht so viel anders sein, ne? So. Wir müssen nur schnell das A aufladen. So soll es sein. Dann müssen wir die erste Dings wegmachen. Den ersten Vorposten. Und dann taucht eigentlich ja schon der Wächter auf, ne? So, A ist gleich voll. Ah, nee, hier muss ich gar nicht mal was machen. Ich muss einfach nur hier weiter. Ach, Zelda muss hier hin. Ja gut, da muss ich eh warten. Komm, auf. Keine Zeit. Husch. Was? Moin. Moin. Hey, wieso kannst du dich noch bewegen? Das ist zu unfair. Du solltest dich nicht mehr bewegen können, mein Freund. Aber das ändern wir gleich. Vermeide einen Kampf gegen den Wächter. Ich denke ja gar nicht daran. Ich möchte die Mission doch nicht normal spielen. Wer bin ich denn? So. Oh je. Ja, das hat wehgetan. Okay. So treffe ich ihn nicht. Aua. Ach komm. Dann eben so. Der macht's echt nochmal spannend, ne? Jetzt! Okay, scheiß drauf. Alter, da fehlt doch nicht mehr viel. Aber man merkt schon den Blutmond, ne? Der ist nochmal deutlich anders drauf, der Kollege. Ey, bleib hier jetzt! Mistviech!
Nein, das gibt's doch nicht. Also gut, hier noch ein Blitz. Jetzt habe ich ihn. Das hat gedauert, mein Gott. So. Ah, wait. Bezieht sich das Essen gar nicht auf die Oh. Ich dachte, das Essen bezieht sich auch auf das hier. Tut's gar nicht. Ach so. Na gut. Na gut. Ich dachte, das Essen bezieht sich, also das Vermehren der Rubine bezieht sich dann auf. Ach, das bezieht sich auf gefundene Rubine wahrscheinlich. Ja, okay. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Weil sonst hätte ich jetzt ja 2400 bekommen müssen, ne? Außer die Blutmond-Mission hier hätte 600 gegeben. Das wäre auch schon mehr als normal, ne? Steht da dort, wie viel das gibt, wenn man die schafft? Ne, 1200 gibt es da normal, oder was? Okay. Es gibt 1200, wenn man die schafft. Wie viel gibt es denn, wenn ich die hier schaffe? 300. Hä? Hä, das ist doch nicht normal, dass es für die 1200 gibt. Ist die echt so krass? Okay. Interessant. Wie viel gibt's für die? 1600. Ja, okay, meinetwegen. Hä, aber ich wollte gerade sagen, also die ersten Missionen, die haben doch wenig gegeben und es ist doch eine der ersten Missionen, die kann doch keine... Ist ja wurscht. Scheiß drauf. War vielleicht wirklich der Blutmond-Effekt. Gut. Dann würde es passen, dann würde es passen. Dann habe ich nichts gesagt. Danke jedenfalls fürs Zuschauen an der Stelle. Und tschüss.